Geiles Rad. Haben wir hier. Komplett XT. Wade zumindest mal. Der Schaltzug ist kaputt hier vorne irgendwie. Er meint, er kommt gar nicht mehr auf den oberen Gang. Hier, ich ziehe. Und da passiert exakt nichts mehr. Also der Zug ist durch. Irgendwo. Da. Da ist er durch. Den müssen wir erneuern. Den nehme ich jetzt raus hier. Dafür brauche ich einen Inbus. Und löse ich hier. Einmal gelöst, die Schraube. Dann ziehe ich den Zug hier unten durch. Hier so. Unten durch. Zack. Und schneide das Ende hier ab. Zwar jetzt. So. Schnapp. Brauchen wir eh nicht mehr. Dann ziehen wir es hier raus. Ziehen es hier oben raus. Ziehen es hier durch. Dann schauen wir mal, hier oben ist das schon total verklemmt, verfixt, vergriesgnaddelt. Das hole ich jetzt mal da raus. Also hoffe ich, dass wir das da rausbekommen. Dann nehmen wir einen neuen Zug. Ja, funktioniert wunderbar. Dann nehmen wir mal die Hülle als schlechtes Beispiel und schneiden hier ein neues Stück ab. Ein bisschen länger als das alte natürlich, weil der zusammengezogen ist. Jetzt kommen hier Endkappen drauf. So sieht das aus. Jetzt verlegt das Ende des Zuges hier in die Hülle hier rein. Ich zieh den Zug durch. Anschlag 1, dann wird hier unten wieder eingefädelt. Anschlag 2, wird hier unten wieder durchgefädelt. Da. Zack. Dann brauchen wir wieder den Inbus. Hol zwei Löffel, ja? Hol zwei Löffel, ja! Hals auf Spannung, ja? Und Schraube fest. Zack. Zack. Jetzt checken wir die Schaltung, ob sie funktioniert. Oh, so. Die Schuld. Sehr geil, funktioniert. Also, jetzt wird es gekürzt. Kommst du, Tommy? Ja, gleich. Und eine Kappe auf. Wunderschön. Das war's. Schaltzug gewechselt. Vorne. Oh Mann, hier hinten ist verbogen. Ach, gucken wir nicht hin. Ein schöner Raum. Wenn er den nicht haben will, kann er mir den gerne geben. Oh. Schaltzugwechsel bei einem XT-Umwerfer Mountainbike vorne. Fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.